Hallo Oliver, magst du dich kurz vorstellen? Ja, gern. Mein Name ist Oliver Kierke, ich arbeite für die Firma SpringSource. Ich bin da Teil des Spring Data Teams und auch in dem Auftrag hier auf der Konferenz habe gerade einen Vortrag über Spring Data gehalten, eine Einführung gegeben und das Projekt so ein bisschen vorgestellt. Kannst du vielleicht erzählen, was Spring Data eigentlich ist? Spring Data ist so eine Art Umbrella-Project für Datenzugriff, der jetzt über die Funktionalität hinausgeht, die man mit dem Core Spring Framework bekommt. Mhm. Da geht es vor allen Dingen um NoSQL-Datenbanken. Wir haben allerdings auch ein paar Module, die sich eher wieder mit relationalen Datenbanken beschäftigen. Aber die grundsätzliche Idee ist, NoSQL-Datenbanken den Spring- und den Java-Entwicklern eben nahezubringen und den Zugriff eben möglichst einfach zu machen. Welche Module unterstützt ihr da? Welche Datenbanken? Momentan unterstützen wir MongoDB, Neo4j, Redis und React. Es gibt noch ein Hadoop-Modul, was halt dann Richtung MapReduce eher geht, aber das sind so die Module, an denen am meisten Bewegung momentan ist. Das ist es. Also für die NoSQL Stores. In der Session hattest du dir die Mongo Datenbank vorgenommen, ne? Was gibt es da Besonderes? Also ich wähle eigentlich gern MongoDB als Beispiel aus, weil sie sich von der Art und Weise, wie man damit umgeht, nicht zu sehr von relationalen Stores unterscheidet, also nicht so stark wie andere NoSQL Datenbanken. Es gibt weiterhin Indizes. Die Collections, in denen MongoDB Daten ablegt, sind ähnlich wie Tabellen. Zu handhaben zumindest, die funktionieren natürlich unter der Haube ganz anders, aber das ist relativ ähnlich. Das heißt, die Entwickler, die mit relationalen Stores arbeiten, kommen damit relativ gut klar und es ist leichter, einfach das Verständnis zu schaffen dafür. Deswegen. Wie sind denn so die Erfahrungen? Werden diese NoSQL-Datenbanken mit Spring jetzt oft auch benutzt? Also wir haben relativ viele Kunden, die das eben jetzt anfangen und auch tun. Das ist auch der Grund, warum das Projekt natürlich entstanden ist. Also grundsätzlich meine ich, einen Trend festzustellen, dass sich halt Java-Entwickler mehr trauen oder mehr dem gegenüber offen sind. Das ist auch ein bisschen eine Frage, wie reif sind die Datenbanken an sich schon. Und das bewegt sich eindeutig in die Richtung. Das heißt natürlich nicht, dass es irgendwie relationale Datenbank komplett ablösen wird, aber man geht vermehrt dazu über, wirklich den Store auszusuchen anhand der Daten, die man zu speichern hat. Und dann landet man halt relativ schnell bei NoSQL Stores. Ja, und vielleicht noch ein Ausblick, was steht an im Spring Data Projekt, welche Releases? Die Module sind unterschiedlich weit. Wir haben GA-Releases für JPA und Neo4j schon. Für MongoDB steht das 1.0 GA-Release unmittelbar bevor. Das heißt, es wird noch ein Release-Kandidat geben und dann den GA-Release, aber das sollte bis Ende des Jahres auf jeden Fall der Fall sein. Und dann haben wir eigentlich alle großen Module GA und schauen von da aus dann weiter. Gut, alles klar, danke. Ich bedanke mich. Viel Spaß auf der Wirtschaft.